Hallo Fußballfans, hallo DFB-Fans. Hier ist wieder euer Ralf Burkhardt aus meinem ganz privaten Trikotmuseum. Warum präsentiert er jetzt ein Bild und kein Trikot? Natürlich habe ich auch das Originaltrikot hier und das gehört sicherlich zu den Highlights meines Trikotmuseums. Ein Originaltrikot von Franz Beckenbauer, unserem Kaiser. Dieses Trikot habe ich von einem ehemaligen VfB-Spieler bekommen, der ebenfalls in der Nationalmannschaft gespielt hat und sich dieses Trikot nach einem Spiel gesichert hat. Ich durfte den Kaiser etwas später kennenlernen. Er nahm sich eine halbe Stunde Zeit für mich und hat dieses Trikot signiert. Als er das Trikot gesehen hat, sagte er, weil unten noch Blutflecken zu erkennen sind, da habe ich meinen letzten Tropfen Blut hergegeben. Wann er dieses Trikot getragen hat, kann ich nicht genau sagen. Es müsste aber im Bereich 1974 oder 1975 gewesen sein. Auf jeden Fall stammt es nicht von der Weltmeisterschaft, was unschwer an der Erima-Blume zu erkennen ist, da bei der Weltmeisterschaft damals Werbung noch verboten war. Auf jeden Fall ein ganz besonderes Highlight meiner Sammlung, ein Original Franz Beckenbauer.